Ja, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu Nintendo News, maybe. Keine Ahnung, das gab es ja noch nie auf meinem Kanal, dass ich irgendwie News oder so gemacht habe. Aber ich habe etwas Grandioses gefunden, was ich sonst noch irgendwie nirgendwo auf YouTube gefunden habe, nirgendwo im Internet, außer bei Instagaming. Genau, und damit erstmal herzlich willkommen an euch alle. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich war gestern Abend, kurz bevor ich ins Bett gegangen bin, habe ich einfach noch kurz bei Instant Gaming vorbeigeschaut. Einfach so, um zu gucken, ob es die Spiele, die ich im, Einkaufswagen, genau, drin habe, ob die auch wieder verfügbar sind oder sonst irgendwas. Und dann habe ich einfach mal nach dem Begriff Mario geguckt, um zu schauen, ob ich auch wirklich alle Mario-Spiele kenne und bin dann halt auf die Standardseite gelangt von Instant Gaming. Als erstes kommt natürlich Mario Kart 8 Deluxe, Mario Rabbids, Mario Tennis und so weiter. Doch wenn ich jetzt ein Stückchen weiter runter scrolle, dann seht ihr auch diese Seite. Und zwar Mario Kart 9. Ich bin mir sicher, damit ist es jetzt offiziell geleakt, dass es kommt. Und zwar so wie auch hier steht, 2023. Ich bin mir sicher, wir können uns auf jeden Fall auf ein mega, mega cooles Mario Kart freuen. Und als ich das gestern gesehen habe, ich bin komplett ausgeflippt. Mich hat das auf jeden Fall mega, mega gefreut, dass ich jetzt endlich diese Bestätigung habe. Von vielen Seiten hieß es ja, es wird bestimmt Mario Kart 9 dieses Jahr kommen oder sonst irgendwas. Und hier auf Instant Gaming ist halt die offizielle Bestätigung dazu. Ihr könnt diesen Link, packt euch diesen Link in die Videobeschreibung. Oder ihr könnt halt einfach auch unten selber auf Instant Gaming gehen und selber danach suchen. Damit ihr mir auch glaubt, dass das nicht irgendwie eine Website von mir ist, sondern schon der offizielle Instant Gaming Account, Website, wie auch immer. Was mir natürlich als allererstes ins Auge sticht, nicht das Messer, keine Sorge, ist das Vorschaubild. Es ist irgendwie so eine Mischung aus dem achten Teil und einer neuen. So lässt sich das am besten beschreiben. Wie ihr hier sehen könnt, hier auf dem Bild, ja, wir haben einmal das Mario Kart 8 Standardbild-mäßige Ding und dann so oben so ein bisschen blau und darunter einen neuen. Ich bin mir ganz sicher, dass das eine offizielle Seite ist. Es sieht auf jeden Fall schon mal mega, mega cool aus. Irgendwie, es ist halt einfach nur, wir haben Marios Piste oder wie auch immer diese heißt, Peach Piste, ich weiß es nicht genau, kann ich euch jetzt nicht sagen. Und es ist halt so offiziell so damit. Genau. Bei Informationen, ihr findet einfach nur, es erscheint 2023, Kommentare gibt es noch keine. Es ist auch kein anderer Mensch bisher auf dieser Seite gewesen, außer mir. Ich hoffe, es ist für euch verfügbar, keine Ahnung. Es sind noch keine Tests da, weil das Spiel ist noch nicht da. Und hier könnt ihr sehen, wie man es aktiviert, weil das wird ja über einen Code freigeschalten. Was ich allerdings glaube, ist, dass Instant Gaming hier ein Fehler unterlaufen ist. Ich bin mir nämlich nicht so ganz sicher, ob diese Seite schon für jeden zugänglich sein soll. Denn, wenn wir jetzt mal auf den Nintendo Deutschland Kanal gehen, der genauso aufgebaut ist wie jeder andere Kanal halt von Nintendo. Also da sind die gleichen Videos, das ist eigentlich alles ziemlich gleich. Finden wir keinen Trailer zu Mario Kart 9. Nichts, was das irgendwie leaken sollte oder sonst irgendwas. Wir haben auf jeden Fall ziemlich viel Pokémon Legenden Arceus, Sonic Frontiers, Kirby, Metroid, aber wir haben nichts zu einem Mario Kart 9. Das heißt, ich habe auch sonst nirgendwo was gefunden. Ich habe das gesamte Internet danach durchsucht und wirklich auf Instagaming. Instagaming ist die einzige Seite, die hier offiziell bestätigt, dass ein Mario Kart 9 kommt. Das hat mich dann auch mega verwundert und da ist mir gleich klar geworden, okay, ich glaube, ihr habt einen Fehler gemacht, Instagaming. Aber ich freue mich auf jeden Fall total mit euch, das Game zu streamen, aufzunehmen, wie auch immer. Ich freue mich total auf dieses Game. Wenn euch diese Info genauso gut gefällt wie mir, dann zeigt das doch gerne mit einem Daumen nach oben unter dem Video und teilt das Video auf jeden Fall mit euren Freunden, weil das ist ja eine Weltsensation, ein neues Mario Kart nächstes Jahr. Die müssen davon erfahren, die müssen sich das kaufen. Ihr müsst zusammen eure Freundschaft zerstören. Und damit verabschiede ich mich für heute. Das war's mit dieser Nintendo News, ziemlich untypisch für meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.